Hör auf mich auszugucken. Privatsphäre, habe ich gesagt. Der verschissene Nachbar hat ausgeschissen. Okay. Ciao, ciao, bitch. You can suck my big fat. Wow! Was? Hey, Kinders! Was geht bei euch ab? Vielen Dank für diese wunderbare Fanart. Und weiter geht's bei Hello Neighbor oder mit Hello Neighbor oder wie auch immer. Look at this, Harold. Nein! Ich dachte, wir können jetzt ultra cool hier Zeug machen. Was ist das? Ist jetzt was voll Geiles passiert gerade? Jetzt drücke ich diesen Knopf und hier ist... Wow. Hier fährt der Zug noch rum. Alles klar, okay. Wir haben hier unten diese Tür, die wir nicht... Die wir öffnen können. Ach ja. Wie war das nochmal? Da sind wir an einem bestimmten Punkt raus... Ne, hier waren wir noch gar nicht. Stimmt. Hier waren wir noch gar nicht. Okay, warte. Lass uns mal hier gemütlich gucken, wo lang wir hier gehen können. Ich stelle den Stuhl mal da in die Ecke. Oh Gott, läuft der hier rum? Das hört sich an, als würde er direkt hier rumlaufen. Was mache ich hiermit? Ja, nice. Okay, bleibst du so stehen, oder? Oder dreht sich das einmal und geht dann wieder zu? Das ist ja schweinig, ne? Das ist so ein Job auf Zeit, den wir dann da machen müssen. Wow, chill. Er schreit da unten rum. Ah, okay, wir können hier lang gehen. Was haben wir hier unten? Die Tür hängt. Kann ich die Bank aufheben und an die Tür schmeißen? Ne, kann ich nicht. Ah, ihr habt mir auch erzählt, dass hinter irgendeinem Bild was hängt. Shit. Also nicht außerhalb des, sondern im Haus würde irgendwo was hängen. Hinter dem Schnurrbart oder so, aber hier hing jetzt nichts. Aber warte mal. Was haben wir denn hier? Hallo, ich will hier raus. Na also. Ich will kurz hier rausgehen und schauen. Wow, er macht fast einen Jump zu viel. Was haben wir hier? Gar nichts. Also das hier bringt überhaupt gar nichts. Ja. Na gut, wir könnten vielleicht hier über die Kante reinspringen. Obwohl wir ja schon wissen, dass wir nicht so die Kantenspringer sind. Also ich. Kein Problem. Ich öffne hier. So. Nehm den Stuhl da weg. Und schon haben wir ja diese Tür hier. Diesen Durchgang. Diesen extra Durchgang. Okay, also... Diese Wursttür ist also völlig egal für uns. Was haben wir hier? Kann man das wegmachen? Ja! Hey, Maki! Leute, damit können wir magnetische Gegenstände von... Guck! Von weiter weg uns rausholen. Guck mal, erwacht jetzt. Guck mal, erwacht! Bumm. Ich glaube, meine Maus hängt übrigens. Das ist mir vor kurzem aufgefallen. Ich habe mit Forti und Walling gespielt. Und konnte nicht globeln wie sonst gewöhnlicherweise, sondern habe ultra schlecht gespielt und konnte nicht richtig aimen. Also tatsächlich, das hört sich jetzt voll bescheuert an, aber die Maus hat nicht funktioniert. Hier waren wir schon. Ja. Genau, da waren wir schon. Ja, da waren wir schon. Okay. Hör auf mich auszugucken. Privatsphäre, habe ich gesagt. Ich lasse hier auf jeden Fall zu, damit er nicht einfach uns hinterherkommen kann, falls wir runterfallen und wieder schnell hoch müssen. Ich würde gern... Kann ich ja einfach komplett durchspringen, bis auf diese Kante, dann darüber laufen? Weil hinter diesem Foto ist auf jeden Fall was. Da war schon früher was. Sollen wir eben die Uhr wegschmeißen? Oder schon mal hier ans Foto dran schmeißen? Was? Ja! Da können wir schon reingucken, obwohl ich jetzt nichts stehen sehe. Shit, wo geht denn der jetzt eigentlich lang? Der kommt bereits aber nicht hier hoch. Gut, er weiß nicht mehr, wo wir sind. Sehr schön, er ist wahrscheinlich direkt unter uns. Ja, der rennt da unten rum wie so ein Dödel. Diese goldene Tür, die verschlossen ist, führt doch nur hier hin, oder? Ah, ich gehe außen rum. Die führt doch einfach nur hier hin. Das heißt, der goldene Schlüssel ist völlig irrelevant. Oh, hier waren wir noch nicht. Ah, hier ist ein Lichtschalter, der sehr sinnvoll ist. Kann man hier irgendwie Man kann das anmachen. Oh mein Gott. Kann man das wieder ausmachen? Sehr gut. Was ist denn hier drin? Nichts. Aha. Kann ich mir die Hände waschen? Ja. Mit Wasserperlen. Oh ja, Mary Poppins. Ich will auf jeden Fall mal da hinten hingehen und gucken, was da ist. Aber wartet mal. Guck mal. Das ist doch das hier, ne? Ist da irgendwas? Aha! Komme ich da von hier vielleicht schon ran? Warte, nimm doch das Ding. Nein, aber ich bin sicher, dass ich da was dran schmeißen muss, weil da kann ich doch nie im Leben durchlangen, oder? Wir nehmen doch mal eine Kleinigkeit mit, noch da drüben die Blume oder so. Ne, wir nehmen... Ne, die kleinen Dinger gehen ja scheinbar nicht. Wir nehmen mal das Blümchen mit. Ich spring brutal steh. Ha! Ja, Gott, easy peasy. Ich habe noch nie was Einfacheres gemacht. Okay. Und da ist der blaue Schlüssel. Wofür er auch immer genutzt werden muss. Aber wir haben ihn. Blauer Schlüssel, bleib mal hier liegen. Chill dich mal komplett hier hin. Bleib liegen. Guck mal, was er vorhat. Der meint auch gerade, ich werde idiotisch. Also. Ha! Geil. Okay. Ah! Ja! Was? Uff. Hä? What? Was ist hier gerade? Hier ist einfach was hochgefahren. Ist das ein Fahrstuhl? Aber was hat mir das jetzt gebracht? Wenig bis gar nichts? Ich stand da nicht drauf. Nee, halt, die Wand ist weggefahren. Die Wand hier ist weggefahren. Weißt du, ich stehe hier. Was ist hier gerade passiert? Die Wand ist so hochgeklappt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier einen großartigen Vorteil haben, aber wir haben den blauen Schlüssel.
Jetzt brauchen wir nur noch die blaue Tür. Öffne dich! Es ist immer gut, wenn man eine Tür zu öffnen versucht, auf der man steht. Okay, passt auf. Ich wollte gerade aufmachen! Das ist ein Gauner, ne? Das ist ein richtiger Gauner. Ich muss irgendwie aufs Dach kommen. Einige von euch haben mir gesagt, es gibt noch einen Weg. Und zwar soll ich den Zug anhalten, an einer gewissen Stelle. Diese Herangehensweise wäre... Geh doch mal weg. Danke. Ich will es jetzt wagen. Blauer Schlüssel. Wuhu! Ah! Du Sackmann! Ist hier irgendwo offen? Nee, natürlich ist nicht offen. Aber gleich ist offen! Mein Freund! Guck mal, da steht er. Ich bin hier. Ich bin nämlich Poppins Mary. Der baut da eine Falle hin. Nee, das war ich nicht. Du hast dich verguckt gerade eben. Sag bloß, er hat sich jetzt selbst in seine Falle gestuckt. Was? Wie ist er denn jetzt da hochgekommen? Okay, diese Phase wollen wir nutzen. Dam, 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 dam. Ich bin viel zu schnell für dich. Die Falle backt, ist mir egal. Nee, nee, nee. Ja, ja, ja. Schließen, schließen. Leute, wo sind wir hier? Ach nee, sind wir hier in dem Fick-Ding, wo ich schon mal drin war? Ach komm. Wir können jetzt vielleicht da hoch. Vielleicht habe ich jetzt irgendwas aktiviert. Bitte, bitte funktioniert eins. Ja, it is functionizing. Oh my god. Okay, it's functionizing, good. Locker flockig, Spaß vom Hocker. Scheiße. Wartet kurz, es ist eine Sache von der Aiming-Geschichte, die ich drauf hab, weil ich... Das glaube ich jetzt nicht. What, what? Das kann doch nicht wahr sein, warum ist die Tür jetzt zu? Okay, wartet. Ha, Mary Poppins! Die ist auch zu! Ihr verarscht mich gerade, oder? Also immerhin geht dieser Fahrstuhl. Gut. Was ist hier unten? Kommen wir dann in sein Schlafzimmer oder was? Da will ich nicht rein. Wir könnten versuchen, jetzt einfach durch die Fenster nochmal hier abzuwitschen. Mit der Kiste geht's halt einfach am besten, nicht? Wow, Kisteregel. Oh shit. Ich glaube, er ist vor der Tür. Ja, tschüss, Snitch. Ha! Mary Poppins! Ach, das war das! Hier waren wir schon überall. Pass mal auf, was ich jetzt für eine krasse Prophezeiung mache. Kann ich hier bitte mal hoch? Ah, hier oben war dieser Tennisball-Scheiß. Komm, du bist nicht so fett, wie du aussiehst. Du schaffst es. Ah, über die zwei Fenster könnten wir rein. Von der Schiene. Wir gehen von der Schiene rein. Ist in Ordnung. Hat sich erledigt. Mary. Bahn, wo bist du? Ich gehe einfach jetzt in Fahrtrichtung. Die wird mich schon nicht umfahren. Und jetzt gleich Elfig. Und zwar müsste das ja der Raum sein. Ich hoffe, die Fenster sind offen. Oh shit, the bean is coming. I need to jump. Ich werde auf ein krasses... Ich frage mich manchmal, wie ich so gut sein kann. Guck mal, es ist echt nur ein Kistenstapel gewesen. Lächerlich. Warte kurz, nicht, dass hier was versteckt ist. Können wir uns hier durchbuggen? Nee, I can't do it. If I take all my strengths, I can do this. Nicht. Gar kein Problem. Ich mache hier noch frei, dass wir auch gegebenenfalls im Notfall hier mal durchrennen können. Tür, funktionierst du jetzt? Jawohl. Es sind echt nur Kisten, die einen blockiert haben. Das ist irgendwie lächerlich. Guck mal, wir sind in einem Spielzimmer. Hier steht ein Panzer. Hier ist sogar ein Kinderhit, ist das. What? Dude, what? Warum ist hier zu? Was ist hier los? Ich dachte eben, hier würde man backen. Man backt ein bisschen in der Ecke. Ja, ein Schießgewehr! Ah, hey! Die Leute haben ein Gewehr. Der verschissene Nachbar hat ausgeschissen! Guck, wer wohnt denn da oben? Wer ist da in seinem Kissen? Auf einmal kommt Resident Evil-mäßig irgendwie dieses Mädchen da raus. I'm gonna fuck you right now! Was ist hier hinten dran versteckt? Halt, wir können bestimmt den blauen Schlüssel jetzt weglegen, ne? Ich lege den mal hier hin. Im Spielzimmer, merkt's euch. Könnt ihr vielleicht, kann ich euch vielleicht ausmachen? Ich kann euch nicht ausschalten. Aha. Gut, nichts. Aha, okay. Shit. Bin mir sicher, dass hier irgendwas hinten dran liegt. Na, okay, oder auch nicht. Alles abhängen. Warte. Ich werde mit euch hier, haben wir direkt ein Secret gefunden. Boom. Secret. Wuhu. Ist hier irgendwas versteckt in dem Raum? Ja. I got it. Was ist das? Liegt mir das ja echt hier gerade im Weg? Wow. Ich glaube, hier ist ein böser Geist in dem Raum. Guck mal, ich kann hier nicht hin. Ich kann hier echt nicht hin, ne? Guck mal. What? Was geht ab? Liegt das... Wow? Liegt das an den Bällchen? Warte mal. Wir haben jetzt auch eine Pistole, mit der wir viel... What? Oder ist es vielleicht sogar meine Maus, die sich jetzt echt komplett selbstständig macht? Das wäre natürlich überhaupt nicht schön, weil ich habe keine Ersatzmaus im Moment und das wäre ganz schön haarig. Wir gehen jetzt Mary Poppins-mäßig hier raus. Hallo? Okay. Ha! Mary Poppins! Fuck! Ja! Nein, der Zug kommt! Oh Gott! Fuck! Okay. Deutlich besserer Platz als da vor. Wo kommen wir hier hin, wenn wir da oben durch die Tür gehen? Wo geht denn das hin? Die Tür geht doch... Wo führt die Tür hin? In das rote Ding da. Ich will nochmal kurz hier reingehen. Ja, die Maus reagiert fast gar nicht mehr. Das ist krass.
Wenn ich sie kurz abhebe und dann aufsetze, dann geht sie manchmal nicht in die richtige Richtung, beziehungsweise eben in gar keine Richtung. Wir gehen jetzt noch mal kurz... Jawohl, das ist so edel mit diesem Schirm. Wir gehen jetzt mal kurz hier hoch. Ich will gucken... Du kannst mich doch jetzt nicht sehen. In das Rote, da geht die Tür rein. Nee, wo geht die Tür rein? Wow, shit, ich habe mich erschrocken und dachte, das wär die Bahn wäre in mir drin, sozusagen. Oh, fuck. Ich bin hier nicht. Oh Gott, Mary Poppins! Oh shit, oh shit, oh shit. Oh Gott, es sagt... Aber ich habe ja meine Kanone für dich, Bitch. Was machst du jetzt? Irgendwie macht das denn gar nichts. You can't hit me, Bitch. Fuck, fuck, fuck. Nein! Oh Gott, scheiße! Hopp, öffne dich! Okay, okay. Ja, komm runter, komm runter. Okay. Ja! Entspannung pur. Ah, durch Schlüsselloch gucken! Aha, okay. Hier steht ein Einkaufswagen davor. Da ist eine weitere Tür und da ist ein Stuhl in der Tür. Die Tür ist hier rechts daneben. Ich hab einen Plan. I've got a fucking plan. Ich brauche nur die. Pass auf. Die Tür ist hier rechts daneben, also hier unter mir ist diese Tür. Kann ich hier irgendwas machen? Unter mir. Hat er, wie er sich hier total aufregt. Die Äpfel, meine ich, schießen mich hier brutal an. Ja. Okay, ich müsste in diesen Raum, oder? Ach, jetzt hört er mal auf, mich zu nerven mit deinem blöden... Fuck, der zukommt, warte mal. Über mir ist gar nichts mehr, wo ich... Ich muss praktisch hier oben rein. Da. Ich kann schon mal die Fenster kaputt schießen. Da wollen wir rein. Vielleicht kann ich es vom Zug aus schaffen. Also wenn ich auf dem Zug drauf stehe, könnte das vielleicht nicht wirklich... Ah, pass mal auf, das wird jetzt der verschissene Hammer. Ich brauche kurz die Runtersicht. Was sehe ich hier? Diesen Wassertower. Weil ich, dass ich mich nicht verlaufe auf dem blöden Schienen. So, okay. Wir wollen also hier unter mir rein. Los geht's. Ja, ja, ja. Okay, ich stehe auf irgendeinem Ding drauf. Ja, ja. Nein! Ich habe meinen Schirm zugemacht! Ich bin die schlechteste Mary Poppins aller Zeiten. Ich dachte, man muss den Schirm mit Linksklick die ganze Zeit gedrückt halten. Aber man muss ihn nur öffnen. Oh! Oh nein! Oh my god, dude! Okay, okay, okay. Komm nach vorne, fast! Ist der Zug schon wieder hier? Wie geht denn das? Eben war er noch neben mir. Gar nicht möglich, sowas. Also rein von der biologischen Abfolge eines Zuges. Bamafake. Mother. Ja! Ja! Ja. Fuck. Nein. 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 Warum? Warum ist das so hier? Was ist hier? Wahrscheinlich. Okay, gut, gut. Das heißt, ich muss diese Tür gar nicht öffnen. Ich bin jetzt hier, wo die Tür hinführen würde. Und sie würde einfach nur... Warum steht denn da jetzt? Habe ich den stehend dahin geschmissen? Stell dich mal dahin. Also die Tür würde mich nirgendwo hinbringen. Nur in dieses total zugerammelte Haus. Zugerammelt. Ich meine natürlich verrammelt. I can't have to fly. Zügli, hallo! Wir unternehmen einen weiteren Ausflug. Eine Sache können wir noch machen. Und zwar können wir in das Nachtzimmer gehen. Da brauchen wir aber eine Taschenlampe. Meine Taschenlampe brennt dir nachts die Augen raus. Da ist das Nachtzimmer. Wir können jetzt um diese Uhrzeit noch nicht rein. Wir müssen uns leider von ihm fangen lassen, bis es Nacht wird, um das gescheit machen zu können. Aber wir brauchen eine Taschenlampe. Und hier oben lag eine. Das weiß ich genau. Die habe ich hier angemacht. Was war denn das? Der mich echt gerade gefangen? Da oben, wo eigentlich... Ich hab ja aufgemacht. Scheiße, Leute, ich muss zumachen. Fuck, 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 komm, renn! Mach ein bisschen schneller jetzt, hier! Bitch! Now it's closed, mofo! Okay, ich denke, jetzt haben wir die Ruhe weg. Was, 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 was? Ich weiß gerade nicht, wo genau das war, wo er uns gefunden hat. Den goldenen Schlüssel brauchen wir nicht, weil wir hier einfach außen rum können, haben wir gesagt. Ich hab die Taschenlampe nicht bekommen, ne? Fällt mir jetzt gerade ein. Immerhin haben wir ihn jetzt verschlossen, also er kann jetzt hier nicht einfach hoch. Das ist schon mal sehr... Da ist ja eine. Also, sag doch was. Wir müssen uns jetzt von ihm fangen lassen, damit es Nacht wird, um in diesen Nachtraum reinzukommen. Da ist wohl total die specialige Geschichte drin. Nachbar, fang mich. Jetzt bin ich bei ihm im Haus und er findet mich nicht. Das ist so eine Frechheit, ne? Ich muss mal kurz gucken, wie wir auf diesen Container kommen könnten. Ob irgendeine Schiene höher als der Container ist. Das ist noch nicht dunkel genug, glaube ich. Ich habe mich eben fangen lassen, aber es ist noch nicht richtig Nacht. Aber wisst ihr was? Eine Sache würde ich gerne noch kurz entfernen. Mary Poppins! Ich bin Mary Poopants! Ist ja diese scheiß Puppe, die direkt vor unserem Aufgang liegt. Kurz mal die Taschenlampe weggelegt. Taschenlampe wieder aufheben. Und
und hoch und hoch und hoch und hoch und hoch. Da unten ist er. Oh shit! Beim letzten Video habe ich 90% meiner Leiterungen alle rausgeschnitten, weil ich so unglaublich lange in diesem scheiß Leiterbums festhing. Woohoo, hallo Bandline. Was ist eigentlich mit diesem Rohr? Hä? Ach nein. Oh no, where I am. No. No, fuck you, fuck. Hier steckt man einfach fest, scheinbar. Was ist eigentlich hier? Da ist ein Gang. Da müssen wir mal rein. Warum gehen wir hier nicht rein? Was machen wir all die Jahre in dem anderen Scheiß? Boom, shakalaka. I'm a bad motherfucker. Verpisst ihr euch mal? Gucken wir hoch, wir können. Und trotz alledem haben wir hier kein... Warte mal. Bitte lass das ein geiles Fenster sein. Ein geiler Eingang zu irgendwas. Warte kurz. Ja! Wir sind hier hinten dran und hier sind einfach weitere Barrikaden. Weißt du, ich freue mich wie so ein Schneekönig. Jetzt sind wir einfach nur hinter der Rolltreppe angelangt. Gut. Hier unter uns ist der Bahnstopp. Hier soll man wohl eigentlich gar nicht hinkommen, so wie das aussieht. Das ist ziemlich verrammelt, die ganze Sache, und da ist eigentlich auch nichts zu holen. So scheint es zumindest. Naja, egal, jetzt ist es Nacht, meine Damen und Herren. Dam, badadam, 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 dadam. Was? Ich bin in seinen Schoß gesprungen. Jetzt ist es Tag, ich fick seine Eltern kaputt. Neighbor, iss mich bitte. Ach, guck mal da! Warte mal. Nee. Naja, fass mich ruhig an, ich hab deine Karte, Mann. Ich geh jetzt Zeug bei Amazon kaufen, tschüss! Ist mir egal, ich mach deine Tür auf. Ha ha ha. Er ist etwas tief gewesen. Okay. Ciao, ciao, bitch. You can suck my big fat... Wow! Was? Ich mache jetzt ein Schnurrbartbild ab und du kannst mich gar nicht daran hindern. Vielleicht hobel ich mir auch ein. Er hat mich dran gehindert. What? So. Bild, geh ab. Da. Tut weh, ne? Wenn wir es in die Fresse bekommen, mein Sohn. Ich versuche jetzt diesen... Oh, schade, er ist schon in mir drin gewesen. Jetzt ist aber Druck. Ja, weißt du, er stummt mich einfach darunter mit seinen langen Armen. Ich fuhr des Nachts ganz alleine. Sie taten mir weh, beide Beine. Darum saß ich auch im Auto. Scheiße, die Bahn kommt. So, Leute, wir gehen mal in den Nachtraum rein. Er ist nur des Nachts zu öffnen. Und man muss sich irgendwas hinstellen, damit man auch wieder rauskommt. Weil wenn die Tür zufällt, kann man wohl nie wieder raus. Also ich habe hier den Ding am Start. So, und dann gehen wir mal rein. Ich lege einfach kurz die Flinte weg. Okay, gut, let's go. Beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen, meine Damen und Herren. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.